Guten Morgen vom Flughafen in München und herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog. Ich bin schon super aufgeregt, denn gleich geht es los nach Bangkok bzw. nach Doha. Euch schon mal viel Spaß beim Video. We demonstrate the safety features of this aircraft. For your comfort and safety, we operate a non-smoking policy on board all our aircraft. Smoking in the toilet will activate a smoke alarm. So, ich habe jetzt noch fast 3 Stunden Aufenthalt hier in Doha. Ich werde die Zeit nutzen, um mich ein bisschen am Flughafen umzuschauen. Es ist echt crazy, was es hier gibt. Also ich habe schon gesehen, man kann hier im Duty Free, kann man sich mal einen neuen Sportwagen kaufen. Also viel Spaß, wir checken das Ganze mal aus. Schauen, wie ich durch die Sicherheitskontrollen komme und danach werde ich mal schauen, wie ich dann am besten in die Stadt komme. Ich habe mir schon 2 Optionen rausgesucht. Welche ich nehme, weiß ich noch nicht genau. So, ich habe mich jetzt für die günstigste Variante entschieden. Und zwar werde ich mit dem Zug in die Stadt fahren und von dort aus dann ein Taxi nehmen. Das kostet ungefähr wahrscheinlich um die 5 bis 7 Euro gesamt. Das andere würde etwa das Doppelte kosten. So, wie ihr seht, bin ich gerade angekommen nach 26 Stunden Reise. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal hinlegen und ein kleines Nickerchen machen. Die Entscheidung jedoch, das Taxi und die Bahn zu nehmen, war die beste, denn das Ganze hat mich nur 150 Baht gekostet, was umgerechnet etwa 3,70 Euro sind. Nicht schlecht, würde ich sagen. Also, wir sehen uns die Tage. Bis dann. Ciao.